Nun kommen wir zu der mengenmäßig mit Abstand größten Kategorie der Trugschlüsse und der schmutzigen Diskussionstricks. Ich spreche von der Ablenkung vom Thema. In der Logik- und Diskussionskultur wird ein spezieller Fall dieser Ablenkung auch als Ignoratio Elenchi bezeichnet. Hierbei wird ein Beweis für einen ganz anderen oder parallel vorhandenen Gedanken geliefert, der aber mit dem eigentlichen Diskussionspunkt nichts zu tun hat. Hierbei hofft man natürlich, dass die Gesprächsrunde diesen schmutzigen Trick nicht bemerkt. Auf Englisch spricht man auch von einem Red Herring, auf Deutsch von einer Nebelkerze. Fangen wir mit dem häufigsten Trick der Ablenkung, die Ad hominem-Attacke. Es gibt stets die Tendenz, die Aufmerksamkeit des Zuschauers einer Debatte auf eine gänzlich irrelevante Bahn zu lenken. Und dazu gehört natürlich die Beleidigung oder Diskreditierung des Gegenübers. Das ist eine recht gängige Praxis bei Gerichtsverhandlungen, aber auch in Artikeln in einer Zeitung. Wir sind da oft die Klaköre einer solchen Verhaltensweise, auch wenn dabei unser Herz vielleicht am rechten Fleck schlägt. Donald Trump als einen orangeköpfigen Spinner mit viel zu kleinen Händen zu bezeichnen, ist auch eine unsachliche Ad hominem-Attacke, ob es uns nun gefällt oder nicht. Wir hier in Deutschland durften uns vor einigen Jahren alle den Kopf über Ad hominem zerbrechen, als das vulgäre Schmähgedicht von Jan Böhmermann den türkischen Staatschef angegriffen hatte. In der öffentlichen Beurteilung des Sachverhalts begegneten sich damals einige interessante und teilweise sehr entgegengesetzte Positionen. Und ich käme gar nicht auf die Idee, hier eine Stellung zu beziehen. Es ist natürlich auch leicht, jemanden als einen Antisemiten oder Nazi zu bezeichnen, der es gar nicht ist. Es ist leicht, jemanden als einen Stalinisten oder Kommunisten zu bezeichnen, der es gar nicht ist. Manche sind auch schnell dabei, jemanden einen Päderasten oder Kinderschänder zu nennen, ohne dass es dafür hinreichende Grundlagen gibt. Für all das hatten wir allein in den letzten 10 Jahren unzählige Beispiele und während ich das hier sage, poppen sogleich die Erinnerungen an die entsprechenden Schlagzeilen aus eurem Gedächtnis. Ich muss das gar nicht aufzählen. Die Leute wissen, dass der Verdacht allein bereits einen immensen Schaden anrichtet, ungeachtet dessen, ob anschließend eine Richtigstellung folgt oder nicht. Eine klassische Variante des Ad hominems besteht darin, den Menschen, den man angreift, ständig als die Summe seiner Taten und Handlungen anzusehen und deshalb zu diskreditieren. Doch wir waren alle mal 20 und wir haben alle mal Scheiße gebaut. Ein Beispiel. Ich habe im Verlauf der letzten 20 Jahre inhaltlich massive Probleme mit Joschka Fischer gehabt und seiner teilweise ätzenden Realpolitik. Aber meine Probleme mit ihm haben nichts damit zu tun, dass er in den 60ern bei Demos auf einen Polizisten eingetreten ist. Da muss man irgendwann einfach drüber wachsen. Ich halte jemanden auch nicht vor, dass er mit 16 Jahren vor dem Kriegsende in die Wehrmacht eingezogen wurde. Mich interessiert, was diese Person in den darauffolgenden Jahrzehnten getan hat. Und natürlich spielt hier Kontext eine Rolle und welche Tendenzen der gesamte Lebenslauf dieses Menschen zeigt. Doch es ist ebenso wichtig, einen gewissen Freiraum für Jugendsünden zu belassen. Sonst entwerfen wir eine sterile Welt, in der die größten Langweiler die höchste Macht haben. Ein problematisches Bild. Und wir erleben das heute oft, dass Leute zu schnell und zu hastig von ihren Ämtern zurücktreten, nur weil da etwas ad hominem angewendet wurde. Noch immer gilt, Cäsars Frau muss über jeden Verdacht erhaben sein. Ich vermute mal, wir alle haben früher oder später eine ad hominem-Attacke angewendet. Ich habe oft AfD-Mitglieder als Idioten bezeichnet, ihnen sozusagen Intelligenz abgesprochen. Die Angloamerikaner nennen das Cheap Shot. Es ist als Argument nicht korrekt. Warum? Weil sie natürlich nicht dumm sind. Sie haben sicherlich viele dumme Anhänger. Doch sollte die SPD keine dummen Anhänger haben? Da sieht man, dass das keine Aussagen sind, die einen echten Wert haben. Es geht nur darum, zu verunglimpfen und damit eine bestimmte Seite der Diskussion zu diskreditieren, sodass möglichst viele Leute bei jeder weiteren Äußerung unter dem Eindruck stehen, dass die eh dumm sind und somit nichts Geistreiches hervorbringen können. Das ist aber eine gefährliche Strategie, denn das Unglück dieser Welt wird selten von bedingungslosen Dummköpfen herbeigeführt, sondern von smarten Leuten, denen nur keiner etwas zutraut. Leute, die es schaffen, ganze Landstriche zum Schlechteren umzugestalten, sind in der Regel alles andere als dumm. Deshalb bemühe ich mich inzwischen, die AfD nicht so sehr mit ad hominem zu bewerfen, weil es kontraproduktiv ist. Klappt allerdings nicht immer. Kunsttrick Nummer 8. Gischgalopp. Den Gischgalopp sieht man heute in den sozialen Medien eher selten. Denn diese unfaire Art des Diskutierens kostet Zeit und Energie und die Leute wollen sich heute mehr schnell und unaufwendig auskotzen.
Der Begriff wurde von der Biologin Eugene C. Scott geprägt, die für ihre Fäden mit den Kreationisten und den Intelligent Design Anhängern bekannt ist. Sie bezieht den Begriff auf Duane T. Gish, einem Kollegen von ihr, der ein starker Verfechter des Kreationismus war. Mit einem Gish-Gallup meint man, dass der Gesprächspartner uns mit einer unübersichtlichen Reihe aus Argumenten erschlägt, auf die zu reagieren nun immens viel Zeit kosten würde und dann auch noch gleich das Thema wechselt. Die meisten von uns lassen das dann stehen und reagieren gar nicht darauf, was dann als ein Sieg des Vielschreibers gedeutet wird. Oder sie sagen klar heraus, dass sie keine Zeit haben, auf alle 17 Talking Points einzugehen, was dann ebenfalls als eine Niederlage interpretiert wird. Hierbei wird oft übersehen, dass diese Fülle aus neuen Argumenten zum großen Teil vermutlich sehr ungenau und faktisch falsch ist. Je mehr Gegenideen man schließlich aufbietet, desto größer die Chance, dass man ungenaue und hastige Argumente zusammenträgt. Das aber wird dann nicht mehr untersucht. Allein die Quantität vermittelt den Eindruck, dass wir es hier mit einem Fachmann oder einer Fachfrau zu tun haben und dass er oder sie wohl schon irgendwie im Recht sein werden. Doch so aufrichtig bewiesen wird es nie. Außer jemand setzt sich hin und reagiert tatsächlich mit einem noch längeren Text und geht alles Punkt für Punkt durch. Doch an dieser Stelle liest dann kaum noch jemand mit. In gewisser Weise ist der Gish-Gallop auch eine Form des Filibuster, also der Ermüdungsrede. Der Gegner dominiert das Podium mit einer Fülle aus angebissenen Fragen und Argumenten und für eine umfassende Gegendarstellung bleibt dann ohnehin keine Zeit mehr. Arthur Schopenhauer schreibt in seiner eristischen Dialektik über diesen Kunstgriff, Kunstgriff 36, den Gegner durch sinnlosen Wortschwall verdutzen, verblüffen. Es beruht darauf, dass gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, er müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Wenn er nun sich seiner eigenen Schwäche im Stillen bewusst ist, wenn er gewohnt ist, mancherlei zu hören, was er nicht versteht, und doch dabei zu tun, als verstände er es, so kann man ihm dadurch imponieren, dass man ihm einen gelehrt oder tiefsinnig klingenden Unsinn bei dem ihm Hören, Sehen und Denken vergeht mit ernsthafter Miene vorschwatzt und solches für den unbestreitbaren Beweis seiner eigenen Thesis ausgibt. Bekanntlich haben in neueren Zeiten selbst dem ganzen deutschen Publikum gegenüber einige Philosophen diesen Kunstgriff mit dem brillantesten Erfolg angewandt. Der nächste Punkt auf meiner Liste der irrwitzigen Ablenkungen ist die berühmte Rabulistik. In der Logik nennt man es, glaube ich, auch Logomachie. Im Deutschen nennt man das auch Wortklauberei, Kleinkariertheit oder Spitzfindigkeit, die hierbei als Präzision verkauft wird. Das ist eben diese Situation, wenn jemand an einem System oder besprochenen Gegenstand einen durchaus vorhandenen Makel aufgreift und diesen schamlos in den Mittelpunkt der Diskussion drängt. Auf der untersten Ebene kann man es sich so vorstellen. Ich sage, ja, aber das wäre nicht im Einklang mit der deutschen Verfassung. Der rabulistische Gesprächspartner sagt spitzfindig, Deutschland hat keine Verfassung, es hat ein Grundgesetz. Das ist irgendwie richtig, ein wenig falsch, aber in erster Linie vollkommen unerheblich. Mir ist Rabulistik gerade bei Gesprächen rund um Frauenrechte begegnet. Ich habe fast keine längere Debatte um Gewalt gegen Frauen erlebt, bei der nicht früher oder später jemand gesagt hätte, ja, aber was ist mit der Gewalt, die Frauen den Männern antun? Ja, es ist sicher auch interessant, über etwas zu reden, das in den vergleichenden Statistiken selten den einstelligen Bereich verlässt, aber es ist nicht fair zu versuchen, damit das eigentliche Problem zu relativieren. Rabulistik ist in den USA inzwischen zu einem zentralen Instrument geworden, sei es in der antifeministischen Bewegung, aber auch bei den eher rechten oder rassistischen Subjekten, die ständig krakeelen und fordern, dass wir endlich auch von dem Leid der Weißen sprechen müssen. Rabulistik galt lange als harmlos, doch sie kann sehr gefährlich sein und nimmt inzwischen größere Dimensionen an, als die meisten annehmen. Es gibt eine Menge Kleingeister, die das hochkomplexe Problem der Migration auf nur einen einzigen geistigen Schnappschuss reduzieren. Brauner Mann vergewaltigt blonde Frau. Solche propagandistischen Instrumente haben natürlich keine Grundlage in der Realität. Keine Statistik kann solche Behauptungen untermauern. Aber natürlich bilden sich neuerdings in irgendwelchen Kleinstädten befremdliche Bürgermilizen, die dann mangels besserer Beschäftigung in etwas bizarr anmutenden Truppen durch die abendlichen Straßen ziehen und dabei behaupten, die Arbeit der Polizei machen zu müssen. Und versteht mich nicht falsch, ja, in diesem geistigen Minenfeld gibt es eine Menge Optionen, sich falsch zu verstehen. Gibt es eine kulturelle Reibungsfläche zwischen der deutschen Bevölkerung und
ausländischen Männern, die aus Kulturen kommen, die sexualpsychologisch nur als archaisch oder ultrapatriarchal bezeichnet werden können. Aber hallo, natürlich gibt es die und wir sollten dieses Problem mit aller Direktheit und aller Vehemenz bekämpfen. Hierbei ist es im selben Maße tragisch, dass ein Gespräch häufig erstickt wird, da die betreffende Gesprächspartei im, sagen wir mal, linken Spektrum dazu neigt, jeden, der nur ansatzweise in diese Richtung denkt, als Nazi zu diffamieren. Das aber ist dann ein dicker Non sequitur, denn nicht jeder, der Zuwanderer kritisiert, ist ein Nazi, genauso wenig wie nicht jeder, der Benjamin Netanyahu kritisiert, ein Antisemit ist. Ich werde gar nicht beginnen, diese beiden absichtlichen Trugschlüsse nach unserem Dreisatzschema zu zerlegen. Ich denke, ihr habt inzwischen perfekt durchschaut, wie das geht. Zehnter Punkt: Cherrypicking und anekdotenhafte Argumentation. Beide Themen besitzen eine gewisse Nähe zur Rabulistik und sind auch nicht ganz identisch, aber ich habe sie dennoch in einen Punkt zusammengefasst. Cherrypicking bedeutet, dass man sich bei einer Argumentation immer nur die Punkte aussucht, die den eigenen Standpunkt bestätigen. Das ist das Brot und Butter aller Echo Chambers, in denen wir uns alle befinden. Social Media ohne Cherrypicking wäre geradezu undenkbar. Jeder tut es, doch das macht es nicht richtig. Anekdotenhafte Argumentation ist etwas, das man sehr häufig sieht. Hierbei muss man allerdings verstehen, dass alles erstmal mit Anekdoten beginnt und jeder soll seine eigene Geschichte erzählen können. Dafür ist das Internet doch schließlich da. Die Bewertung, ob diese Geschichte nun in eher anekdotenhafter Weise zu dem gesamten Sachverhalt steht oder ob diese Geschichte die mehrheitliche Erfahrung dieses Sachverhalts reflektiert, ist etwas, das erst später kommen muss. In den vergangenen Tagen hatte der Fall der ermordeten Susanna F. das Land erschüttert. Natürlich wäre es unanständig, dies als eine Anekdote abzutun. Das ist eine ähnliche Situation wie das vorhin geschilderte Fallbeispiel mit dem Vater, der seinen Sohn an die Drogensucht verlor. Aber im Umkehrschluss darf man nicht von der eigenen Betroffenheit ein ganzes Weltbild prägen lassen. Wobei ich verstehe, dass das nicht immer leicht ist, insbesondere dann, wenn solche verstörenden Geschichten immer häufiger erzählt werden und man nicht sagen kann, ob nun ein Phänomen in seiner Quantität zunimmt oder die Massenmedien einfach nur Cherrypicking betreiben, weil dort, wo die stereotypen Ängste liegen, natürlich die größten Einschaltquoten und Klicks warten. Und hierbei darf man nicht übersehen, dass nicht jeder, der betroffen tut, sich auch wirklich betroffen fühlt. Wir sollten den Schmerz der Angehörigen nicht dadurch banalisieren, indem wir daraus eine politische Show veranstalten und sogleich im selben Atemzug ein schreckliches Ereignis als eine Blaupause für alles sehen, das innerhalb der Migration stattfindet. Und hierbei kann man nicht ignorieren, dass es in den letzten Wochen kaum eine Bundestagsrede der AfD gab, bei der nicht irgendwie, egal wie gekünstelt, Susanna F. in die Rede hineingezwängt wurde. Das ist ein waschechter Missbrauch eines Opfers für Propaganda. Da ist er schließlich, der berühmt-berüchtigte Whataboutismus. Der Whataboutismus entstammt wohl aus den propagandistischen Zeiten der Sowjetunion. So machten ganze Scharen aus westlichen Journalisten unentwegt die Erfahrung, dass jene Bonzen und Würdenträger, die sie interviewen durften, bei kritischen Fragen immer dieselbe Strategie der Ablenkung verwendet haben. Wenn ein amerikanischer oder westeuropäischer Journalist nach den Hungertoten in der Ukraine fragte, lautete die Antwort: Ja, aber ihr hattet die Sklaverei oder bei euch werden Sklaven gelyncht. Das mag nun eine leicht durchschaubare Masche sein. Es wird deutlich, dass dieser Trick innerhalb einer Debatte nicht wirklich weiterführend ist. Doch es ist erstaunlich, wie oft Whataboutismen in sozialen Medien auftaucht. In der Philosophie, aber auch in der Juristik spricht man hier von dem Tu-quoque-Trugschluss, auf Deutsch auch du. Eine falsche Handlung wird sozusagen nicht dadurch akzeptabler, indem man darauf hinweist, dass die Gegenseite dieselben Fehler begeht. Allerdings gibt es auch einen missverstandenen Whataboutismus, denn sehr oft werden Äußerungen, die den Gegnern nicht gefallen, schnell als Whataboutismen angeprangert. Ich versuche mal, den Unterschied herauszukristallisieren. Ein echter Whataboutismus hat zur Aufgabe, den Rahmen des Zusammenhangs durchzubrechen und auf eine Ebene abzulenken, wo man nur wenig darauf einwenden kann. Wenn man also sagt, wir dürfen den afrikanischen Diktator XYZ nicht hofieren, besteht ein Whataboutismus in der typischen Erwiderung: Ja, aber es gibt so viele Diktatoren in Afrika, warum sollte man nun den einen mehr diskriminieren als den anderen?
Es ist aber ausdrücklich kein Whataboutismus, wenn sich die Amerikaner darüber beschweren, dass die Russen sich irgendwie in ihre Präsidentschaftswahlen eingemischt haben. Und das Argument, das Gegenargument lautet, ja, aber ihr tut genau dasselbe seit Jahrzehnten in dutzenden Ländern. Das ist kein Whataboutismus, sondern eine sehr angemessene Hervorhebung eines Problems, dass die amerikanische Bevölkerung sich in einem Zustand der Scheinheiligkeit befindet, wenn sie glaubt, dass ihre angebliche Erfahrung mit Russland nun einen unerhörten exotischen Affront darstellt. Denn das tut es nicht. In Wirklichkeit ist es Business as usual. Ein echter Whataboutismus wäre in diesem Fall zu sagen, ihr Amerikaner macht dafür gemeinsame Sache mit Saudi-Arabien und dort gibt es ja nicht mal Wahlen. Das wäre dann eine echte whataboutistische Argumentation. Als Aussage zwar irgendwie korrekt, aber ohne Zusammenhang zu dem besagten Thema. Die Unterscheidung zwischen einem echten und unechten Whataboutismus ist somit recht subtil und hat damit zu tun, ob die beiden sich gegenüberstehenden Argumente aufeinander entlarvend einzahlen oder ob sie es nicht tun. Echter Whataboutismus entlarvt nicht, sondern lenkt nur ab, indem er auf einen ähnlichen Missstand hinweist, der aber an dieser Stelle gar nicht so richtig zur Debatte steht. Und es mag ja auch sein, dass damals in den Zeiten der Sowjetunion manch ein kommunistischer Interviewpartner durchaus das Recht hatte, auf einen ebenbürtigen Missstand der Gegenseite hinzuweisen. Doch es wird eben dann verstärkt zu einem Whataboutismus, wenn dieses Gegenargument zu einem mechanistischen Reflex wird, der auch dann einsetzt, wenn kein echter Zusammenhang besteht. Es ist somit ein massiver Whataboutismus, wenn Menschen in Deutschland ein anderes Land kritisieren und dafür als Retourkutsche zurückbekommen, ja, aber ihr habt den Zweiten Weltkrieg auf dem Gewissen. Und das passiert relativ oft. Manchmal abstrahiert durch eine Fotokollage, in welcher die Bundeskanzlerin in SS-Uniform gezeigt wird. Das ist dann auch dick mit Ad hominem vermengt. Aber in erster Linie ist es ein lächerlicher Whataboutismus. Denn schließlich ist der darunterliegende Gedanke, ihr könnt uns nicht kritisieren, da ihr auch keine Heiligen seid. Doch lässt man das als Argument gelten, darf niemand niemanden mehr kritisieren. Eine politische Position, welche von der Volksrepublik China zum Beispiel seit gut 60 Jahren aggressiv geprägt wird. Die Doktrin der Nichteinmischung. Und das wiederum ist ein Problem. Da ist sie endlich, die Krönung der Debattenverarschungen. Davon hat vermutlich jeder schon mal gehört. Das Strohmann-Argument hat einige in den Himmel schreienden Beispiele, die entweder historische Berühmtheit erlangt haben oder für manche, auch viele von euch, zu einer Alltagserfahrung gehören. Wenn jemand zum Beispiel 2004 gesagt hat, das mit den Massenvernichtungswaffen im Irak ist alles nur erstunken und erlogen, in Wirklichkeit geht es nur darum, ein erdölreiches Land zu besetzen, das nicht nach der amerikanischen Pfeife tanzt, dann war relativ häufig die Gegenargumentation zu hören, ach so, das ist sowas wie diese Verschwörungstheorie, dass die NASA nie auf dem Mond gewesen ist. So einer bist du also. Da wird also ein Strohmann gebaut, etwas ganz Lächerliches wird mit der Gegenseite assoziiert und es ihnen als Beweis für Absurdität untergeschoben. Achtet nur mal darauf, wie oft euch in Gesprächen ein Strohmann-Argument untergejubelt wird. Nur ein Beispiel schnell von der Hüfte geschossen. Ich sage, wir müssen unbedingt etwas an der Tierhaltungs- und Fleischindustrie verändern, wenn wir als Zivilisation noch in den Spiegel blicken wollen, denn jene Vorgänge, die in dieser Industrie stattfinden, sind von einzigartiger Abscheulichkeit. Ich wiederhole das nochmal etwas kürzer. Innerhalb der Tierhaltungs- und Fleischindustrie spielen sich im Verborgenen abscheuliche Dinge ab. Wir müssen alle handeln. Nun kommt das mit Abstand typischste Gegenargument. Also was mich an euch Gutmenschen am meisten nervt, ist, dass ihr ständig jemanden belehren wollt und ständig den Leuten vorschreiben wollt, wie sie zu leben haben und was sie essen dürfen. Das ist ein dickes Strohmann-Argument, denn es suggeriert, als würde ich jemanden tyrannisieren und ihm vorschreiben, wie sie oder er zu leben hat. Doch ist da draußen jemand, dem ich die Gabel aus der Hand genommen habe, mit den Worten, das darfst du nicht? Die ursprüngliche Aussage war, dass es einen ethischen Imperativ gibt, unbedingt die Fleischindustrie zu reformieren. Der Gegner hat aber nur einen überhöhten Strohmann gebaut, damit er auf das eigentliche Thema nicht reagieren muss. In seinem Büchlein »Die eristische Dialektik« oder »Die Kunst, Recht zu behalten« beschreibt der große deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer diesen Kunstgriff gleich an erster Stelle. Schon vor 150 Jahren war dies wohl ein brisanter, schmutziger Trick, dessen Beliebtheit den Denkern Kopfzerbrechen bereitete. So schreibt er,
Kunstgriff Nummer 1, die Erweiterung. Die Behauptung des Gegners über ihre natürliche Grenze hinausführen, sie möglichst allgemein deuten, in möglichst weitem Sinne nehmen und sie übertreiben. Seine eigene dagegen in möglichst eingeschränktem Sinne in möglichst enge Grenzen zusammenziehen, weil ja allgemeiner eine Behauptung wird, desto mehreren Angriffen sie bloßsteht. Es ist etwas komplex, aber letztendlich dieselbe Sache. Hier ist ein interessantes Beispiel aus der Politik. Dort nimmt Steffen Königer von der AfD die Transgender-Nomenklaturen auf die Schippe, indem er seine gesamte Redezeit nur mit exotischen Anreden vollpflastert. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau. Sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte weder noch Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nichtbinäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr geehrte Transstern weiblich und Transstern Frauen, sehr geehrte Transstern männlich und Transstern Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine und sehr geehrte Transgender, sehr geehrte Transgender weiblich und Transgender Frau, sehr geehrte Transgender männlich und Transgender Mann, sehr geehrte Transgender Menschen, sehr geehrte Transmaskuline, sehr geehrte männlich Transsexuelle und sehr geehrte weiblich Transsexuelle, sehr geehrte transsexuelle Männer, sehr geehrte transsexuelle Frauen, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern weiblich und sehr geehrter Interstern männlich. Ach Gott, ich starte eine Zwischenfrage. Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident. Entschuldigung. Sehr geehrte Interstern-Männer, sehr geehrte Interstern-Frauen, sehr geehrte Interstern-Menschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte Intergeschlechtlich, sehr geehrte Zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit drittes Geschlecht und sehr geehrtes viertes Geschlecht, sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Batsch, sehr geehrte Femen, sehr geehrte Drag, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Crossgender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Geehrter Unterstrich Bader und sehr geehrter Unterstrich Mus. Die AfD-Fraktion lehnt Ihren Antrag ab. Danke. Ja, das ist schon witzig, aber es hat den Makel, dass es kein echtes Argument innerhalb der gegebenen Thematik darstellt. Diese Darbietung verlagert die Debatte ins Irrelevante. Dabei ist klar, dass fast alle der genannten Anreden einfach keine Rolle bei dem diskutierten Antrag spielen. Denn die zugeknöpften Damen und Herren dort im brandenburgischen Parlament gehören weder diesen Gender-Varianten an, noch sind sie ihnen jemals begegnet. Und hier geht es gar nicht darum, ob man dem Antrag zustimmen sollte oder nicht. Das ist bei meinen Ausführungen hier in diesem Video selten die Frage. Darüber können wir uns an anderer Stelle unterhalten. Hier geht es nur um Logik und darum, dass diese etwas witzige Performance absolut kein Argument darstellt und lediglich ein Kunstgriff ad absurdum ist. Steffen Königer erschafft hier ein Strohmann-Argument, denn er tut so, als kämen da mit einem solchen Antrag irgendwelche unlösbaren Komplikationen auf die parlamentarische Tagesordnung zu. Als würde bald die babylonische Verwirrung ausbrechen, weil niemand mehr wüsste, wie wer anzusprechen sei. Als wären die Reihen der Fraktionen dort gepflastert mit irgendwelchen Unterkategorien der Genderkultur. Als säßen da Dutzende Transvestiten und Gendernauten auf den Parteibänken und niemand wüsste mehr, wie man sie anreden soll. Die Wahrheit ist eher, dass keiner dieser Leute jemals eine Transgender-Person getroffen haben. Und der eigentliche Antrag beinhaltete lediglich einen Aktionsplan, der vorsah, öffentlich das Thema Transgender besser ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, zum Beispiel an den Schulen. Wir reden hier also nicht von einer Palastrevolte.
Der AfD-Politiker erschafft hier also einen überhöhten, riesigen Strohmann, zündet ihn an und viele Leute jubeln dann in den Kommentaren, weil sie das in ihrer Kleingeistigkeit tatsächlich für ein Argument halten. Dabei ist es nur ein schmutziger Hütchentrick, der leider der Aufmerksamkeit vieler entgeht. Aber Nachdenken ist heute so anstrengend, ist ja viel schöner, reflexartig zu giggeln. Und das ist gerade in der rechten Szene durchaus populär. Da gibt es natürlich Thilo Sarrazin und seine Man wird ja wohl noch etwas sagen dürfen Kultur. Das ist ein riesiger Strohmann und es ist ein wenig schockierend, dass dem so viele Leute auf den Leim gehen. Da wird also die Idee präsentiert, dass unser Klartext-Thilo, wie er bei der Pegida kameradschaftlich genannt wird, sozusagen die Wahrheit gegenüber der diktatorischen Macht ausspricht und im Gegenzug unentwegt mundtot gemacht und zensiert wird. Wir sind gegen Sprechverbote, tönte da eine Journalistin in der Bild-Zeitung. Doch ich frage mich natürlich, wie genau wird der Ex-Bundesbanker Sarrazin eigentlich zensiert, wenn er riesige mehrseitige Interviews in der Tagespresse gibt? Wenn man ihm große Buchverträge bei der DVA gibt und er erfolgreiche Buchtouren vor tobendem Publikum veranstaltet? Wenn er regelmäßig in GEZ-finanzierten Talkshows dozieren und predigen darf? Wo ist da nochmal die Zensur? Ist doch klar, dass wenn hier jemand zensiert wird, dann bin ich das und nicht Klartext Thilo. In den USA ist diese Masche jetzt gerade ganz groß raus. Der ganze rechte und neoliberale Flügel ergeht sich in den Mythos der Gedankenzensur. Das kann man an diesem Video sehen, das sich einige der obskursten Internetpersönlichkeiten produziert haben. Das sind allesamt Leute, die das Gefühl haben, von Sprechverboten betroffen zu sein. Bitte schaut euch das mit mir an. Es ist, wie die Angloamerikaner sagen, einfach nur hilarious. Extrem spaßig. Ich meine, da sind Leute darunter, die Millionen Hits und Likes haben, hunderttausende Follower, aber sie präsentieren sich hier mit dieser Legende, dass die intoleranten Linken sie davon abhalten, ihre Gedanken zu äußern. Die Wirklichkeit sieht natürlich etwas anders aus. Geht man ins YouTube und schaut sich bei den amerikanischen und britischen Videos um, so sind diese angeblich zensierten Leute überall. Man muss schon richtig Arbeit leisten, um eine eigene Echo-Chamber zu bauen, wo ich nicht ständig Sargon von Akkad und Stefan Molyneux und Dave Rubin oder Milo Yiannopoulos sehen muss. Hätte ich nur 1% ihrer Abos, wäre ich hier in Deutschland ein Influencer und eine Art YouTube-Superstar. Ich würde dann sicher nicht mit einem Klebeband auf dem Mund herumlaufen und so tun, als würde man mich ständig mundtot machen und mein Recht auf freie Meinungsäußerung mit den Füßen treten. Das ist also ein krasser Fall von Strohmann-Argumentation auf eine sehr passiv-aggressive Art und Weise. Und sie nennen das auch noch ein Tag für die Freiheit, um diesen Eindruck zu verstärken, als wären sie so eine Art Gewissenshäftlinge und müssten um ihre Freiheit kämpfen. Die meiste Zeit kämpfen sie allerdings nur um die begrenzte Anzahl der verfügbaren TV-Auftritte in amerikanischen Talkshows. Solche reißerischen Gesten, welche die Menschen zum verkürzten Denken anstiften und billig nach Effekten heischen, bei uns nennt man das gerne auch Populismus, kann man noch viel mehr auf die Spitze treiben. Wie der nächste schmutzige Trick zeigen wird, dabei geht es um eine Art albernen Onkel des Strohmann-Arguments, gemeint ist das sogenannte Argumentum ad lapidem, das Steinargument. Argumentum ad lapidem ist eine eher obskure Argumentation und geht auf einen öffentlichen Disput zwischen dem Gelehrten Samuel Johnson und dem Bischof George Berkeley zurück, der als Theologe eine metaphysische und recht solipsistische Position vertrat, dass Materie ohne die Wahrnehmung des Menschen nicht existiert oder nicht existieren muss. Dieser Gedanke ist auch heute nicht unbekannt und Teil vieler mystischer und spiritueller Überlegungen über die Beschaffenheit der Realität und so weiter. Das muss man nicht mögen und ich mag es in der Tat nicht allzu sehr. Doch Samuel Johnson brachte von draußen einen Stein in den Saal und trat ihn einfach weg mit den Worten, hiermit ist das widerlegt.
Und damit meinte er, dieser Stein braucht nicht deinen Geist, um zu existieren, er ist auch so da. Was allerdings sehr problematisch ist, da es nicht wirklich eine argumentative Beweiskraft hat und nur eine Geste ist, die den Gegner absurd und realitätsfremd erscheinen lassen soll. So nach dem Motto, seht her, mein Gegner behauptet, dieser Stein existiert nicht wirklich, hat noch jemand Zweifel daran, dass mein Gegner gänzlich verrückt ist. Als Argument ist das Treten eines Steins relativ schwach und recht albern. Dabei spielt es keine Rolle, ob man Recht oder Unrecht hat. Denn für Bischof George Berkeley spielt es natürlich keine Rolle, ob Samuel Johnson ihn mit einem Stein bewirft oder nicht, da für den Bischof die gesamte Tat und auch ihr Ausführender Samuel Johnson nur ein Teil der Illusion sind. The Matrix lässt grüßen. Argumentum ad lapidem ist ein Trugschluss, den man heute eher selten sieht, weil er einfach zu durchschaubar ist. Man müsste schon sehr ungebildet sein, wenn man hoffte, damit Zuspruch zu gewinnen. Doch halt, da gibt es noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Man sollte sich nur mal ansehen, wie im amerikanischen Senat in 2015 der republikanische Senator James Inhofe einen Schneeball mitgebracht und damit seinen politischen Gegner beworfen hatte, als eine Demonstration dessen, dass der Klimawandel erfunden ist. Film ab. In case we have forgotten, because we keep hearing that 2014 has been the warmest year on record, I asked the chair, you know what this is? It's a snowball. And that's just from outside here. So it's very, very cold out, very unseasonal. So here, Mr. President, catch this. Mm-hmm. We hear the perpetual headline that 2014 has been the warmest year on record. But now the script has flipped. And I think it's important, since we hear it over and over and over again on the floor of this Senate. Some outlets are referring to the recent cold temperatures as the Siberian Express, as we can see with the snowball out there. This is today. This is reality. Others are printing pictures of a frozen Niagara Falls, 4,700 square miles of ice that formed on the Great Lakes in one night. It's never happened before. Nun ist die Klimatologie eine Wissenschaft, die sich mit einem der komplexesten Systeme beschäftigt, die wir Menschen kennen. Kaum irgendwo sonst verbietet sich derartig eine Simplifizierung und irgendwelche symbolischen Gesten ohne Beweiskraft. Die Dummheit und moralische Korruption von Senator Inhofe ist hierbei sogar für amerikanische Verhältnisse bahnbrechend und ein wenig schockierend. Doch ein alter, runzliger Sack wie James Inhofe wird natürlich nicht mit den Folgen des Klimawandels leben müssen. Da wird er schon längst tot sein und in einem 10.000-Euro-Edelsarg an irgendeinem politischen Ehrenfriedhof liegen oder in der Familiengruft. Es sind eben schon bald 30 Jahre Anti-Intellektualismus in Amerika, begonnen mit der Ronald-Reagan-Ära, die in unseren Tagen gerade jetzt zunehmend auf ihren Höhepunkt zusteuern. Hier ein kleiner Zwischenruf. Das Argumentum ad lapidem mag ja wahnsinnig interessant sein, weil es immer toll ist, irgendeinen Politiker dabei zu erwischen, dass er sich zum Affen macht. Aber das übergeordnete Thema hatte ja schließlich mit Social Media zu tun und mit den alltäglichen Dogfights, die man in der Kommentarfunktion so antrifft. Wie zahlt denn das Argumentum ad lapidem darauf ein? Nun, wenn man eine Weile drüber nachdenkt, wird doch schnell deutlich, dass es gerade die Welt der Internet-Memes ist, die sehr häufig einen solchen Stein oder Schneeball darstellen. Ich habe ja nichts gegen Internet-Memes, viele davon sind außerordentlich witzig. Doch es wird problematisch, wenn man eine Internet-Meme nimmt und sie sozusagen als das eigene Gegenargument präsentiert. Da steht man plötzlich im Raum mit einem Stein oder Schneeball in der Hand. Von Tone Policing spricht man, wenn sich die Opposition einen gewissen Tonfall verbietet. Nun, das mag ja erstmal ein ehrbares Anliegen sein. Vielleicht geht es hier um Ad hominem-Angriffe und so kann die Forderung nach einer Mäßigung des Gesprächstons durchaus angebracht sein. Das ist unbestritten. Doch könnte man diese Forderung auch als einen Kunstgriff benutzen? Na und ob. Ein Beispiel. Talkshows rund um das Thema Fleischindustrie, Massentierhaltung und veganische Ernährung. Ein explosives Thema, wie wir alle wissen, und eins, wo ich scheinbar nicht müde sein werde, darauf immer wieder zurückzukommen. Klassisches Argument der Vertreter der Fleischindustrie oder der Fleischesser in einem solchen Gespräch mit Tiertötungsgegnern ist die Forderung nach einer gemäßigteren Sprache.
Man will zügig zum Ausdruck bringen, dass die ideologischen Gegner nur irrationale Wüteriche sind, die es auf Kultur und Tradition abgesehen haben und diese zerstören wollen. Da gibt man sich dann sehr gerne pikiert und zumeist heißt es da oft, wir müssen uns hier nicht in diesem Tonfall ansprechen lassen, wir können gerne über Lösungen und die Zukunft sprechen, aber dann muss man auch unsere Anliegen berücksichtigen und unsere Kultur und Tradition respektieren. Klingt schlüssig und es könnte aus dem Spielbuch eines Lobbyisten stammen. Das tut es vermutlich auch. Hierbei wird allerdings oft nicht berücksichtigt oder erwähnt, dass vielleicht schon 20 Jahre zuvor genau solche Dinge ausgesprochen wurden und dass das Establishment hierbei absolut keine Veränderungen oder Fortschritte vorangetrieben hat. Da ist in all der Zeit nichts passiert. Wenn ich mir eine Fleischindustrie-Talkshow von 1985 anschaue und eine von letzter Woche, entsteht da absolut kein Eindruck, dass sich seitdem etwas Nennenswertes getan hat. Ja, es gibt mehr Veganer und mehr Starköche und Küchenchefs, die jetzt auch vegetarische Rezepte in Buchform herausbringen. Doch das sind eigene Initiativen der Massentierhaltungsgegner. Das sind die persönlichen Überzeugungen von Leuten, die einfach zu diesem Standpunkt heranreifen. Dazu hat die Fleischindustrie nichts beigetragen. Ergo, natürlich verändert sich der Tonfall der anklagenden Seite, da sich diese zu Recht Jahrzehnt für Jahrzehnt immer mehr komplett verarscht fühlt. Somit mag Tone Policing berechtigt sein, doch ebenso fair ist es, sich die Frage zu stellen, weshalb bestimmte Leute angesichts eines Sachverhalts immer hysterischer werden. Vielleicht reagieren sie ja auf eine massive Verarschung aus den Reihen der Politiker und Lobbyisten. Es gibt da eine Variante des Tone Policing, die gegenwärtig sehr aktuell ist. Ich würde das als die Thoughts and Prayers Variante bezeichnen. Wir kehren dabei noch einmal zu dem tragischen Thema der Amokläufer zurück. Ist euch aufgefallen, wie jedes Mal, wenn in den USA ein Spinner eine Waffe nimmt und damit durch den Supermarkt oder eine Schule Amok läuft, all die konservativen Politiker jeden Versuch, hier eine ernsthafte Debatte anzustoßen, mit den Worten abschmettern, jetzt ist nicht an der Zeit, über solche Sachen zu sprechen, jetzt gilt es, an den Schmerz der Angehörigen zu denken, mit ihnen ruhen jetzt unsere Gedanken und Gebete. Es überrascht nicht, dass es inzwischen einen populären Hashtag namens Fuck Your Thoughts and Prayers gibt. Die Politiker verstecken sich da feige hinter dem Schmerz der Angehörigen der Toten, weil die meisten dieser Politiker natürlich massiv korrupt sind und tief in der Tasche der NRA, der National Rifle Association, sind, die eine der mächtigsten Organisationen des Landes ist. Und das Problem ist natürlich, dass die Mass-Shootings inzwischen in so kurzen Abständen stattfinden, dass es augenscheinlich nie Zeit sein wird, über diesen Missstand zu sprechen. Es ist immer nur Zeit für Thoughts and Prayers. Das ist also eine besonders ätzende und eine besonders unehrliche Form des Tone Policings.